Fera. So, wir gehen rein ins letzte Game dieser Begegnung heute. Der Gewinner holt sich den Punkt. Er steht 1-1. Aktuell steht T1 1-1, weil sie verloren haben gegen Gen.G, gewonnen gegen Kwangdong. KT wiederum steht 2-1, die haben auch gegen Kwangdong verloren. Also was heißt auch, haben gegen Kwangdong verloren. Und zwei andere Series gewonnen. T1 spielt diesen Sonntag nochmal, deswegen ist es für sie die erste Best-of-3-Begegnung dieser Woche. Sie sind am Sonntag nochmal dran. KT war schon dran am Mittwoch. Corki-Ban, Vi-Ban. KT will nicht nochmal gegen Faker Corki spielen. Ich glaube, das ist absolut gerechtfertigt. Wieder sehr harter ADK Botlane-Fokus hier aus Sicht von T1. Kalista raus, Senna raus. Vielleicht auch wieder ein weiterer Ban Richtung Lucian. Mal sehen, ob der von KT durchgeführt wird. Lucian, Melio, Aphelios, Melio. Beide interessante Charaktere, wenn die offen bleiben. Aber T1 hat auch gezeigt, dass sie bereit sind, Jinx zu spielen. Also wenn sie Jinx am Kench stocken können, haben sie eine Menge Hyper-Carries. Ash-Ban. Die ersten beiden Games wurde Ash ignoriert. Warum bannen sie jetzt Ash? Warum diese Runde Ash-Ban? Was wollen sie spielen, dass sie diese Runde Ash-Ban wollen? Okay, also wird jetzt hier Lucian Nami gegen Aphelios Melio werden, oder was? Will ich Lucian Nami sehen gegen Aphelios Nami? Gegen Aphelios Melio? Ich bin kein Fan von Lucian allgemein, aber wenn es gespielt wird, dann in Korea natürlich gut. Ja, Draft ist nicht schwer zu lesen natürlich. Wir gucken viele LCK-Games. Ja. Ich weiß, also, jetzt haben wir Lucian Nami gegen Aphelios Melio. Ist halt. Wir scalen schlechter als der Lucian, als der Aphelios, dafür haben wir Landing Phase mehr Bodypotenzial, das ist not bad. Aber der Aphelios kann halt in Landing Phase ab Flammenwerfer auch Resets rauspushen etc. Double Support Share Item natürlich nicht schlecht mit Lucian, der verwertet Spellbett extrem geil, das ist der einzige Grund, warum ich Lucian actually mag. Ist, weil das Spellbett so gut procken kann. Name kriegt dann auch nochmal extra Gold wegen des Support Items, das ist not bad. Ja. Oh. Also die Sache, das ist so das Problem jetzt auch. Du könntest natürlich auch, also wenn es drei Supports geben würde, die mit Lucian harmonieren würden, könntest du jetzt hier Nocturne picken, Orianna Nocturne spielen und dann Nami einloggen später oder so, aber es gibt halt nur Nami. Braum, Melio, andere Lucian picks, Melio ist schon raus, Braum willst du eh nicht spielen gegen Melio, also es gibt nur Nami, du musst für Nami loggen, du hast keine Wahl. You have no choice. So, jetzt sollte Katie natürlich immer Nocturne bannen, weil sie nicht gegen Orianna Nocturne spielen wollen. Vielleicht dann noch Javan oben drauf, einfach nur wegen Soriana-Kombo-Potenzials. Ja. Hätte T1 nicht einfach selbst Aphelios Zulu picken können? Ja, T1 hätte Aphelios wegpicken können, aber dann spielen sie gegen Lucian Melio. Und Aphelios Zulu verliert gegen Lucian Melio. Deswegen ist Melio First Pick ja so stark. Right? Nocturne-Ban wie angesprochen, Ude-Ban auf Seiten von T1. Genau wie Game 1. Perfect hat eine Menge Ude-Games. Er sah aber recht loose aus meistens, ehrlich gesagt. Aber ja, am Ende des Tages gibst du hier wahrscheinlich eh mal 10th Pick an Zeus, weil er einfach auf beiden Seiten der Matchups gewinnen wird. Das ist natürlich super angenehm zu haben, einen Top-Laner, der einfach alle Seiten der Matchups gewinnt. Gib ihm keine Gangs, den Bro, er gewinnt so oder so. Du kannst auch Cassandra blind picken, um einfach den Perfect wegzunehmen, aber ich glaube wirklich, wenn Perfect hier seinen Nah spielen darf, ist er sehr glücklich. Also bitte Top-End-Handpick. Pick einfach den Jungle mit Orianna. Wenn Nocturne und Javan raus sind, dann geh einfach Vi. Oh, Vi ist auch scheiße, Vi ist auch gebannt. Dann musst du fast Viego gehen. Das ist ein bisschen bad, Viego zu spielen mit Orianna. Kannst du, gibt es eine Welt, in der du Maoka spielen darfst? Eigentlich nicht wirklich. Zeus has shown that he's very comfortable with a lot of the counters that are being played. Maybe Perfect's gonna pull out something crazier, because that might be the one angle that you do have, right? Try to really. Boah, die gesamte Draft ist so viel zu lesen, ne? No joke. Alle Buns, alles ist logisch, alles ergibt Sinn. Es ist halt wirklich. Ich meine, die Meta ist gleich mit neuen Items und noch ist es cool wegen neuen Items, neuer Karte. Aber die Champions, die gespielt werden, sind actually identisch und die Art und Weise, wie es gedraftet wird, right? Spielst einfach für Botlane Pressure und ja, okay, du sharest ein paar Minions, du musst ein bisschen das resetten für dein Doppel Support Item und bla bla bla. Aber fundamental ist basically das gleiche Game. Ja, Supportive Tank Jungler als Engage Option, real nice zu haben. Owner hat auch wirklich im Worlds Run sehr gut auf Real gespielt. Real persönlich mag ich nicht zusammen mit Orianna, Nocturne, Javan sind die besten Optionen. Das hast du auch deutlich mehr AP Damage gecraftet. Also du musst jetzt AD Toplaner gehen. Heißt hier jedes Mal Zeus gezwungen. Er darf nicht Gwen spielen. Er muss eigentlich Aatrox oder Yone gehen oder so. Das Gute ist bloß, Zeus spielt ja all das. Wir haben ihn selbst Yone picken sehen gegen den Cassante, was kein populäres Matchup für Yone ist. Aber hier ist es okay zu spielen. Ich würde sagen, Aatrox, Yone, nah. Das sind seine drei Optionen. Ich glaube, von den drei mag ich actually seinen Yone am meisten. Vor allem, weil auch viele Top-Laner zittern.
in ihren Schuhen, wenn sie Zeus auf Yone sehen. Und ich verstehe wieso. Zeus ist der beste Toplaner in Korea, der Bros cracked. Was wird's werden, mein Dude? Aatrox, Yone oder Gnar? Bitte, am liebsten würde ich Yone sehen, Aatrox fände ich auch okay. Ja. Aatrox locken, er musste die Toplaner picken. Und er ist halt unter anderem sein Signature-Champion. Der Worlds hat es ja ein crazy geil. Und ich will mal gucken, baut er jetzt auch den King in Aatrox-Bild mit profane Hydra und so? Wenn das macht, wäre interessant. Ich glaube, Standard Sky ist 10-mal besser hier und auch Chojo und Co., aber ey, hier kurz, mal sehen, was er tut. Der geile Draft von beiden Seiten, honestly. Ich finde, KT's Scaling ist crazy. Sie haben zwei Peel-Champions mit Zensao und mit Cassante. Der Backline-Zugang von T1 ist echt schwer. Quasi nur Flash-Ult-Kombo von Owner kann niemals funktionieren und selbst dagegen hast du Breath of Life von Melio. Barrel hat bisher auch kein schlechtes Game gespielt. Das Game kann durchaus sehr hart werden für T1. Dafür haben sie Landing Phase Advantage Picks, ne? Also Toplane gewinnt halt 1v1. Botlane Lucian Armies gegen Aphelios Milio winning, aber nicht wirklich. Aphelios Milio kriegt sogar Push early. Wenn sie Reichweite spielen bzw. Flammenwerfer, ist das ziemlich nice. Heißt, das Game ist alles andere als eindeutig von der Draft her. Ja, playable ist das richtige Wort. Beide Seiten sind mit der Draft happy. Heugen, warum wird kaum Brand gespielt? Brand wird ab und zu gepickt, in der LCK haben wir ein paar Mal gesehen, in der LPL ebenfalls. Der Grund, warum er nicht First Pick ist oder so, ist, weil, wie immer, Solo-Queue und Competitive sich sehr unterscheiden. Solo-Queue ist halt, saug Ressourcen auf und spielt für dich selbst. Gerade im Jungle ist das ziemlich nice, weil du überall sein kannst und vieles farmen darfst. Competitive ist Jungle eine primär zuarbeitende Rolle, die für ihre Laner spielt und nicht für sich selbst. Deswegen siehst du in den besten, ja, bei den besten Spieler der Welt, die halt immer wieder Rell, Maokai, was auch immer picken, sind Sau hier, um für ein Team Frontline zu spielen, zu ganken und bla bla bla. Und dann die erfolgreichsten Solo-Queue-Spieler der Welt, so Argon und so, im Jungle spielen einen ganz anderen Playstyle, der halt in Competitive nicht unbedingt so aufgeht. Und deswegen spielt ihn ja auch niemand auf höchstem Level. Und Brandt ist halt fundamental ein Champion, der nur für sich selbst spielt. Der braucht halt Gold. Ist halt ein Mage. Ein Mage spielt nicht für andere. Ein Mage spielt für sich selbst. Ein Tank oder ein Bruiser kann Setup-Champion sein. Wie steht es? Es steht 1-1. KT hat Game 1 geholt, T1 Game 2. Jetzt steht es natürlich darum, das Game 3 zu gewinnen, den Punkt mitzunehmen. Ja, T1 wird sehr früh resetten auf Guma, ne? Für Double-Support-Item-Scalen. Felker hat ein sehr geil Landing-Phase gegen Azir. Das Matchup ist tatsächlich immer und immer besser für Orianna geworden, weil Azir jetzt ja weniger Reichweite hat. Azir ist zwar Champions stärker und hat auch mehr Sustain-Optionen als vorher, dank Fleet Footwork. Aber er hat weniger Reichweite, deswegen kann Orianna ein besser Bully mit Comet. Faker wird wahrscheinlich 2 Punkte Q und dann W-Max machen. Vielleicht auch 3 Punkte Q, 3 Punkte W. Faker hatte den Chromet Orianna erfunden, den Playstyle. Das war auch so geil, ne? Ist wie Quarterfinals gegen LNG gegen Scout. Scout, der Spieler, der immer wieder gesagt wurde, könnte Faker vielleicht irgendwann bei T1 mal ersetzen. Ja, ziemlich gehypter koreanischer Mitte natürlich, der jetzt schon seit Ewigkeiten in der PL am Start ist und in der LPL ja auch schon Worlds gewonnen hat mit EDG. Dann spielt Faker gegen Scout und pickt Orianna und bullet ihn direkt im Azir-Matchup mit Comet, Orianna und W-Max. Und dann Game 2, Scout adaptiert direkt auch und spielt ebenfalls Komet. Und Faker gewinnt auf der Azir-Seite trotzdem. Also Faker ist cracked auf beiden Seiten dieses Matchups. Das kennt er wirklich in- und auswendig. Das Matchup ist quasi für Orianna nochmal besser geworden, aber Azir scaled obviously sehr, sehr viel besser als Orianna. Das Problem ist so ein bisschen, Orianna muss halt Mana kaufen oder sie halt nicht. Also sie ist halt fein. Er geht Presence of Mind und er chillt. Kann dann Nashas Tooth gehen und I don't know, all die AP-Items, während Orianna halt so Lunens Companion kaufen muss und einfach sehr viel Gold für Mana ausgibt. Wenn du aktuell Gold für Mana ausgeben musst, dann leidest du. Aber BDD ist so gut auf Azir. BDD ist safe, so gut auf Azir. Ist ja auch bei weitem sein muss bei Champion, ne? Faker ist bei 157 Games Azir mittlerweile, BDD bei 144 oder so, glaube ich. Kann kurz nachgucken. Um sicher zu sein. Es sind beides Azir-Spammer natürlich. Die koreanische Szene liebt diesen Champion seit Ewigkeiten. Ja, das ist gerade das 146. Game von BDD auf Azir. Heißt Faker ist ein bisschen mehr als 10 Games vor ihm auf Azir. Also obviously BDD gut auf dem Champion. Aber Faker ist halt auch ein Azir-Main und kennt Orianna in- und auswendig ebenfalls. Denn Orianna würde sogar sein World-Skin dieses Jahr werden. Not bad. Not bad at all. Lucian certainly does benefit from that. Everything feeling very, very needed. Aphelios mit Shield Bash, ist das wieder gut? Weil er spielt Shield Bash? Oder meinst du Overheal? Oder hat er wirklich Shield Bash? Ich habe nicht aufgepasst. Also er hat auf jeden Fall Resolve. Er könnte Shield Bash und Overheal spielen. Tut er das? Ich hab mich hingeguckt. Er spielt doch nicht wirklich Shield Bash auf Aphelios. I guess mit Melio plus Overheal und deine Lifestyle. Nee, gibt trotzdem keinen Sinn. Du meinst wahrscheinlich Overheal. Aber Overheal ist obviously fine. Du brauchst nicht so viel Mana auf dem Champion.
Gegen wen hat T1 verloren? Gegen Gen.G. T1 verliert immer gegen Gen.G. Das ist eine Regel in der LCK. Trust. Nein, es ist auch oft abwechselnd, aber Gen.G ist jetzt ja in 3 Finals in Folge, haben sie gewonnen gegen T1, also ja. Gen.G ist ein bisschen der Nemesis von T1 in der LCK. Ich bin noch ein bisschen neu bei League. Kann mir jemand das mit den Worldskins erklären? Wie funktioniert das? Kann man die dann kaufen? Ja. Also die Gewinner von Worlds können sich einen Champion aussuchen, den sie mindestens ein Game gespielt haben. Und dann kannst du den Champion, also den Skin, innerhalb von, also wenn er rauskommt, kannst du den kaufen. Und ein Teil der Einnahmen von den generierten Skin-Einnahmen gehen an die Spieler selbst. Deswegen ist auch ein bisschen so ein Popularity-Contest. Wenn du einen populären Champion hast, kriegst du halt mehr Geld. Also wenn du jetzt Lux-Skin kriegst, ist halt mehr Geld als ein Urgot-Skin. Deswegen, wenn du klug bist, nimmst du einfach Yasuo oder Yone. Weil er war Zeus dumm und hat Jace genommen. Weil sich lieber verewigen wollte, aber an irgendeinem Punkt. Solo-Kill, Pioshik! 2 Weltmeister auf der Kluft in Game 3. Solo killt der eine den anderen in Game 2. Was genau andersrum? Not bad, Alter. Sinsau rennt da einfach runter. Like a dog. Was macht Faker da? He doesn't win these, does he? Oh mein Gott. No, no. Es war eine 2-1-2-1-2-1 so on Knife's Edge gespielt. So on Knife's Edge. Das war ja so close. Die Minion Autodex habe ich da ihn killen sehen. Ich habe die Luft angehalten. Ich habe alles angespannt. Und Faker darf leben. Okay. Not good. Faker hat mit dem Flash-Vorteil happy sein sollen. Sobald der Flash-Vorteil kommt, einfach rausgehen. Einfach raus. Jetzt kommt Pioshik. Und Pioshik hat zum Glück kein Flash. Er wird auf die Minions gehen und Faker versucht Snipe mit der W, right? Er hat kein Flash. Faker kann einfach leben, wenn er rennen darf. Okay, er macht nichts. Er ist Faker ein bisschen, kriegt ein bisschen Mana. Owner hat Hextech Flash ein paar Sekunden ready, ne? Wenn Owner Hextech flasht, kann trotzdem nichts machen. Also sie hat Shifting Sands ready, hat genug Mana. Aber manchmal ist es schwer für Azir, seine Maus richtig zu flicken. Aber auch an Sandsoldaten hinter sich. Owner ist in den Underbus gehextech Flash oder rüber geweht. Jetzt Hextech Flash into Shattering Strike. Owner. Ja, Shifting Sands. Ja, und jetzt ist Owner tot. Joe Faker kann ihn rausbieten. Oh, oh, Telekom Wars. You never fail to deliver. Holy shit, das Game ist jetzt schon so ein Banger. Junge, was ein Midlane-Fistfight hier, diese Runde. Ist das schön. Game 2 war Botlane-Fistfight. Game 1 war Botlane-Fistfight. Game 3 mal ein bisschen Variation Midlane-Fistfight. Not bad. Faker hat jetzt den Adaptive Force Proc. Also, er geht Triple Tonic auf Orianna. Ist das gut? Triple Tonic auf Orianna. Also, du hast kein Cosmic Insight oder kein Magical Footwear. Jetzt wieder alle Leute Mitte. Faker hatte Recoil TP. Oh, Shockwave! Wait. Ist Pioshik dead? Der hat kein Flash. Schöne Bubble von Kiria. Kriegt noch Barrel Flash, maybe? Nee, kein Stretching Strike. Blue Buff für Faker und er hat den Soft Post drin. Oh mein Gott, ja. Power Spike ist crazy. Oh, baby, 2 Kills Mitte. Das ist huge. 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 Vor allem auch der Nachteil für KT ist ja gleich dreifach, weil du hast ja schon Double Support Item gekauft bei Felios Milio und Nami hat es nicht gemacht. Das heißt, jetzt ist Nami Roam gegangen, weil sie eh kein Gold scheren kann. Bot, der konnte jetzt nicht mal Gold geschert werden, also hast du gleich den Debuff auf dem Aphelios drauf. Huge. Das war noch die Reaktion, die Freude von BDD auf den Solo und jetzt hier Faker mit der 2-Mann-Shockwave. Dann Double Stun, Shattering Strike hier, Pop. Ich dachte eigentlich, Barry würde hier immer rauskommen. Die Bubble sitzt gut und dann Barry, wow, er läuft einfach lang an der Wand und wollte nicht flashen. Er hätte einfach den langen Weg laufen können, aber läuft an der Wand lang und wird einfach direkt gepunished von Owner, der Frechdachs. Warum ist er nicht den langen Weg gelaufen? Greedy von Barry. Jetzt, ihr seht, noch hat Guma nicht das Support-Item gekauft, weil er lieber Nunkuva haben wollte. Als Guma sollte eigentlich jetzt Base gehen nach der Wave und das Support-Item kaufen. Und du hast halt Bot denn jetzt so einen nice, chilligen Play. Ja, Philos ist nicht glücklich, dass sein Support geromt ist und gestorben ist. Er musste sehr viel Leine farmen und konnte damit keine Minions scheren mit seinem Support-Item. Das macht ihn unglücklich. Guma hat Ult ready und geht für den kleinen First-Strike-Play. Barrel, wenn er da getroffen wird, ist er dead. Er hat durch die Flash ready, aber er hat sich rausgespeedet mit seiner eigenen E-Schildfähigkeit. Sprintet er davon. Botlane-Dive, maybe. Oh, baby. Oh, nein. Harry, Scorch. Oh. So close, Kiria. Oh, Kiria ist so ein guter Range-Support-Spieler. Das ist crazy. Er ist schon mit seinem Support-Item-Quest fertig. Mit den ersten 500 Gs. Shockwave von Faker. Pioshik direkt low, aber Faker wird getradet. Wo ist Emperor's Divide? Nicht da. Double Buff Faker, da kommt Emperor's Divide zu spät, um Pioshik zu retten. Flash Bubble misst ihr Ziel, aber kann Owner nochmal rankommen? Owner, Shattering Strike, kommt nicht in Reichweite, das reicht nicht.
Bisschen greedy von Kyrie, aber wenn die Bubble da trifft, ist halt komplett das Smurf-Play. Und ich mag diese Roams. Die Roams sind actually nice, weil der Gegner Double Support Item spielt und du nicht. Du verlierst einfach weniger. Und Milo kann auch schlechter Roam als Nami. Trotzdem sollte aus meinem... Also, kaufst du jetzt überhaupt noch Double Support Item an dem Punkt? Minute 9 ist immer noch fein. Welcher Patch ist das? 14-1-B. 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 Danke dir, Kaso und Luxa, für eure Subs, liebe Bro. Tolkien wurde im Game schon einmal auf Toplane geguckt. Nein, die Kamera war literally noch nicht einmal Toplane, aber es juckt auch niemanden, was da oben passiert. Ist wirklich, wirklich egal. Toplane ist eine Mid-Game-Late-Game-Rolle. Da ist Toplane auch sehr stark, aber Landing Phase, nobody gives a fuck. Es werden auch regelmäßig in Korea und China die World Cups ignoriert, weil die auch nicht wichtig genug sind in diesen Kontesten. Nobody cares. Ich will die Kamera auch nie da sehen. Jetzt sind gerade Reset-Timer. Wenn wir jetzt Toplane zeigen, weil nichts anderes zu zeigen ist, dann bin ich trotzdem sauer. Zeig einfach, wie Pure Shock die Wölfe farmt. Aber der Rest hat gerade gebased. Geht Kuma jetzt Support-Item? Oh, Kisante, wie er base geht. Was ein Moment der Action. So. Gucken wir mal kurz auf die Ult dazu drauf. Kann hier BDD Pioche retten, weil er einfach reingeht mit Ult? Jetzt, nachdem Faker Ult raus hat, muss er eigentlich nicht mehr Angst haben. Ich glaube, er sollte BDD reinlaufen und einfach ulten. Ich glaube nicht, dass deswegen Pioche unbedingt leben würde, aber es wäre besser, als so zu ulten. Aber ja, Faker auf Doriana ist halt so ein Bully-Spieler. Er kann dich so fertig machen, Lane. Dass er auch so früh Blue bekommen hat, war huge. Stormraiser fertig bei Guma. Ja, das, also da hat es sich gelohnt, das Supporter dann nicht zu kaufen, diese Runde. Er bullied so hart, während Kyrie am Roam ist, ne? Da wird auf jeden Fall insgesamt KT mehr Gold generieren, weil sie eben mit Double Support dann auch schlecht, wenn wir Gold kriegen, ist einfach ein Gold-Cheat. Bisschen als hättest du in Witcher 3 diese Kuh oder diese Perlen da gefarmt und dann kommt dieser Steuerbeaufsichtige. Oh nein, Faker hat Flash down. Weiß nicht so gut von Faker, da Flash zu verlieren. Shockwave Trade. Das war ein bisschen over-aggressive. Ah. Death gegen Stormraiser und Engage. Generell, Crescent Guard ist da, man hat vielleicht nicht mit Pioche gerechnet, aber ohne als Full Tank. Kalin gibt hier ein bisschen Feuerschutz. Should be good. Faker hat Shockwave Advantage und die Shockwave wird auch geflasht von BDD. Okay, beide Midlander flashen ihre jeweiligen Ults. Aber Faker hat halt mehr Mana. Als BDD wurde ziemlich gepressured. Das ist so geil, wie Faker Orianna spielt in dem Matchup. Es ist so geil. Es ist so geil zum Zugucken. Stormraiser Proc macht guten Damage. Kyrie wird geultet für die Lifesteal-Bomben-Bombe. Nicht so viel Lifesteal an dem Punkt des Games. Vidilia Recall TP. Oh, Deft! Das beinahe Deft in den Bubble reingesidesteppt. Holy moly, das war close. Und Faker kriegt TP Advantage, wenn er will, ne? Die Wave bitte tonight. Well played, Faker. Oh, das Zeus. Er spielt den Prestige-Skin. Cool. Und er geht Brutalizer-Bild. Also er spielt tatsächlich für... Er spielt für profane Hydra-Item-Bild. Interesting. We say it jokingly, but honestly, that's as good as you can expect. Oh, 100%. When getting counterpicked in this scenario and given out the first two games... Bam! Boah, der Damage von Orianna. Aber Azir's Reply ist auch nicht schlecht. Kurz raufgequeued, not bad. But... Ey, noch nicht eine einzige Voidgrubber wurde genommen, nicht eine einzige. Macht jetzt den Sau eine? Geht Pioschik hin? So krass, wie unwichtig das ist in dieser Meta mit Mid- und Botlane. Aber vor allem Botlane, nicht wirklich Midlane. Midlane ist eigentlich meistens auch nicht so viel Action, aber Botlane ist immer Action. So, Faker ist natürlich gut dabei hier in Midlane, bullet echt ganz gut durch die Mitte und auch ebenfalls die beiden Kills. Der Assist ist nice, aber der Power Spike von ihm ist einfach schlichtweg schlechter. Power Spike mit Loon's Companion ist einfach schlecht im Vergleich zu Nash's Tooth. Also, trotz aller Goldvorteile bin ich gleich Azir-Fan. Vom reinen Champion Power Spike her, natürlich Faker, der bessere Spieler. Safe Call, du wirst nicht immer Weltmeister ohne Insane zu sein, das weiß natürlich auch hoffentlich jeder. Jetzt macht Zeus vielleicht eine Void Grubber einfach alleine? Nee, er guckt sie auch bloß an. Nice, reicht doch wieder, ne? Tschüss, Toplane. Und eigentlich sollten beide Seiten dann gleich gucken, wie sie Harold contesten, weil Void Grubs, die spawnen ja gleich. Krass, dass die komplett ignoriert werden. Es ist auch nicht oft so, dass sie komplett ignoriert werden, aber dass sie wenig genommen werden, definitiv. Warte, Minute 13? Support-Item lohnt sich trotzdem noch? Ist das so? Also wenn Guma das kauft, er ist ja der Erste, der es gekauft hat, muss es sich ja lohnen. Aber Minute 13 noch zu kaufen, Landing Phase ist ja quasi zu Ende. Er stellt jetzt 3 Stacks mit Kyria. Kyria kriegt eine Menge extra Gold. Mein Ergess, es lohnt sich das ganze Game über, wenn du korrekt chairst. Das heißt ja von Faker. Oh, Shockwave, 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 Bam, Junge!
Schöner Play von Ona und Faker. Das erinnert mich so sehr an das Game gegen Bulldog, wo Faker auch Orianna gespielt hat und Rell ebenfalls von Ona geführt wurde. Und sie haben permanent den Hawaii von Bulldog Mitte gegankt und geprescht. Und diese Runde wurde es halt beantwortet, weil auch sehr auf Pioschik Mitte war, aber Faker und Ona auch Planer schlecht weg. Bin zwar auf Arbeit. Aber 73 frisches Gold von Verstrike, das ist auch schmackhaft. Jetzt Botlane-Dive anspielbar. Letzten Platten, Void Club sind gerade eben despawned. Harold spawnt nämlich in 10 Sekunden, Timon. Noch eine süße Platte hier unten, danach sollten sie eigentlich die Wave pushen und Base gehen. Oder halt First Turret mitnehmen, je nachdem, wie lange sie wirklich stayen wollen. Ehrlich gesagt, scheiß auf Harold. Wenn du First Turret kriegen kannst, scheiß auf Harold. Wer soll Bot denn verteidigen? Niemand. Da fehlt man gerade Farm und Camps. Du bist happy. Und dann kriegst du noch ein paar Stacks durchgeprockt hier. Not bad. Aber jetzt ist Pioschik da. Und Pioschik hat Xander Sky ready. Pioschik ist hier gefährlich. Aufgepasst vor dem Speer aus der Marcia. Der Turm stirbt nicht ganz. Faker hat Ludens Companion fertig. Sind Gold echt gut vorne. Er hat ja 800 Gold mehr in den Boots drin. Er hat einen extra M-Turm. Er hat extra Darkseal. Heißt, die Alanchas 2 Power Spike ist besser für sie. Aber Orianna ist trotzdem in Gold sehr mächtig erhaben. Faker aktuell hier mit dem größten Gold in dem Game von knapp 1500. Na gut, knapp 1600. Aber sie farmt die Wave gleich. Also knapp 1500 ist schon richtig. Und ja. Wombo-Kombo ist nice, wenn sie durchbekommen. Botner wird jetzt noch Gold gestackt zwischen Guma und Keria. Keria läuft nach vorne, wird gegangen, kann er Messi, aber davon muss jetzt Death aufpassen. Der Bumping bereits verloren, jetzt geht man rein. Ona ist leider alles spät, der Turm ist ein HP, TP kommt durch und Ona sollte man ja definitiv abgeben. No, Ona sollte dead sein. Und da kommt Perfect und auch Zeus Toplane has arrived. Faker kein Flash, schöne Ult von Perfect. Kein Follow-up DPS, though. Faker ultet sich selbst und Perfect geht zu deep. Schöner Buffer von Faker. Hat den Pathmaker abgewartet und buffert ihn da rein. Und jetzt Engage von Zeonius. Zeonius! Schöne Kombo mit der profanen Hydra. Die Toplaner sind angekommen, ne? Jetzt ist die Action auch Teil der Toplane-Karte oder des Toplane-Teils der Karte und damit kriegen wir ein Double-Kill für T1. Bot-Turm obendrauf. Das war der Midlane-Play von vorher. Wo schlichtweg man nicht damit gerechnet hat, dass Faker so eine geile Schocke finden kann. BDD misst seine Ult. Da ist er halt immer free. Aber ehrlich gesagt, auch wenn, also solange wie, also das Gute ist halt, selbst wenn die Dampress der Whiteprock treffen würde, selbst dann wäre es egal. Bei Ona würde die beiden sie ziehen, dann würde Faker sie ziehen und sie würden beide sterben. Faker hätte zweimal Damage genommen, aber es wäre trotzdem egal gewesen. Dementsprechend war kein guter Play. Ja, ich glaube, wenn sie einfach nur Ona killen und nicht den Fight noch mehr nehmen, wäre es einfach gut. Perfekt. Ja, einfach rausgehen hier, ne? Einfach raus. Aber er geht auch mal rein mit der W und stirbt halt. Kleine Top-Drift diese Series trotzdem. Oh, wichtiger Kill. Ach, es ist so schön, dass die LCK wieder spielt. Ich war so traurig dieses Jahr, als die LCK zu Ende war. Weil die ist ja schon im September geendet und im August sogar. Die LCK war so früh zu Ende wie noch nie, genau wie die LPL, weil wir Asia Games hatten. Ich glaube, der schon Faker, Shockwave Mist, aber geiler Setup auch von BDD. Ich war richtig sad, weil wir hatten mehrere Monate keine LCK, keine LPL. Na klar, wir hatten Asia Games und wir hatten Worlds, also war trotzdem nice, aber. Oh, diese Plays von T1, look at this, it's beautiful. It's beautiful. Nehmen den Midland-Turm mit, nehmen Medium mit, Barrel stirbt. Game 1 KT, 40 Minuten Banger. Game 2 ist schnellstes Game der Saison von T1 und Game 3 sind sie ebenfalls sehr wütend. Und dabei das Game zu beschleunigen und zu snowballen. Ja, Guma hat gerade fetten Debuff. Er kriegt nur 6 Gold von Minions. Also, lohnt sich das so sehr nach Landing Phase? Sieht einfach nicht so aus. Weil Landing Phase musst du halt nicht traden. Du kannst auch chillen, während du im Mid- und Late-Game ja viel fightest. Also, löst du auch deine Stacks auf Champions aus und so. Du kannst dich ja so einfach Gold scheren, weil Nami auch warden gehen muss. Das wirkt für mich nicht so richtig worth. First Reset ist schon der beste Weg. Aber natürlich, wenn du Stormmesser priorisierst, einfach gar nicht das Item kaufen. Maybe besser. I think KT could have actually had a good shot. I sidestepped there by BDD, but still, there's a lot invested. Ona ist ein Geldes. Der Mann ist einfach auch wieder sexy unterwegs. Schöner Flash trotzdem von Death. BDD hat ja vor Chef Faker Shockwave geflasht, also stirbt hier nur Barrel. In Anführungszeichen nur. Trotzdem natürlich nice. Guma geht jetzt gleich Richtung Cycle. Sword hat aber leider immer noch keine Wards fertig. Und die Wards sind ja nur der schlechte Power Spike. Der gute Power Spike ist ja Bloodsong. Er ist also vom Bloodsong noch richtig weit entfernt. Jetzt geht er wieder rein und macht Damage, aber hat dann wieder, ja. Und jetzt die Minions wieder scheren, ne? Da ist eins geschertes Gold, jetzt der Rest ist halt alles mit plus 9, plus 6, also er fliegt gerade eine Menge Gold. Ist nicht so geil, aber er muss halt auch trotzdem traden und pushen, er hat keine andere Wahl im Midgame. Aber na gut, jetzt ist zumindest die erste Support-Item-Quest fertig, jetzt hat Guma Yuzi auch Wards fertig. Brauchst du noch mal ein bisschen mehr Gold für Bloodsong.
and not giving KT any room to breathe. It's going to be a very tough task getting back into any sort of control. Kannst du erklären, warum man nur 6 Gold für Minions bekommt, also warum der Debuff? Bei dem Support-Item kannst du Gold unter dir aufteilen unter Teammates. Und wenn du zu viel farmst, dann wird der Support quasi, dann hast du einen Debuff auf Minions, wenn du sie alleine farmst. Das war, um Toplane zu nerven primär, weil Toplane wurde sehr viel Karma, Lulu, Jenna, Bart und auch davor Vladimir mit dem Item gespielt und ein paar andere Champions sind nach Meta. Oh, und es war sehr, sehr OP, weil du einfach mehr Gold generieren konntest. Du hast dann Stacks auf Champions ausgelöst und auf Minions gelastet und auf einmal hast du einfach viel mehr Gold gemacht. Basically, einmal pro Season kommt es immer wieder vor, dass dieser Abuse stattfindet und es war dieses Jahr auf Botlane möglich mit Double Support Item für Landing Phase, weil du einfach so effizient Gold tauschen kannst. Aber der Debuff ist eben genau dafür gedacht, dass du es halt nicht gehen kannst. Auf unserem Patch, auf 14.2, ist es schon so geändert worden, dass jetzt alle Support Items, die gekauft werden, stacken die Passive für jeden hoch. Das heißt, wenn, also die Debuff Passive. Heißt, wenn du jetzt 2 Support-Items kaufst, dann stackt der eine für den anderen mit. Nur der Faker fährt schon mal zum nächsten Turm oder was? Look at this guy, Tempo-Play. Lol. Schöner Damage auf den zweiten Turm, dann Carol und Siege von T1. Ja, wie gesagt, Game 3 ist ein bisschen ruhiger tendenziell, nicht so ein Stomp wie Game 2. Und auch nicht so competitive wie Game 1. T1 ist einfach sehr souverän gerade dabei zu gewinnen. Beide Carries in toller Position. Der Faker hier an 7 von 8 Kills beteiligt. Guma ebenfalls bei 2 dann Power Spike plus Support. Hat er bald der Blood Song fertig. Toplane währenddessen noch am Chillen. Jetzt geht COC wahrscheinlich Edge of Night. Nach Profane Hydra und dann danach. Probably Dingens, wie heißt das Item? Serilla Scratch, nachdem es gereworked wurde. Scaled jetzt sehr, sehr gut mit der Lethality. Ja, diese Buff haben wir auch von Kingen schon des Öfteren gesehen. Natürlich, Zeus ist der Lethality Aatrox. Ja, der Lethality Aatrox gemaint. Wir haben auch viel Erfolg gefunden. Ja. Aber ich bin nicht sicher, ob ich den Item-Bild so geil finde, weil das einfach nicht viel Ability heißt. Aber bisher sieht es immer stark aus, wenn was gespielt wurde. Aber fairerweise war es auch beide Male Kingen und der Zeus. Also zwei Weltmeister, beide sehr gut auf Aatrox. Der eine sogar mit MVP Aatrox skin, der andere hätte auch Aatrox nehmen können, aber wollte lieber nicht. Ja, beide waren sehr gute Aatrox-Spieler auf Kost. Danke, Joker, für den 15. Liebe, wenn der Kurs zum Spaß macht, Bro. Danke für 15 Monate. Ja, TV von Perfect muss jetzt direkt rauskommen und KT muss contesten, sonst ist die Series zu Ende. Keria so ein bisschen und T1 will lieber früh turnen als spät. Verstehe ich nicht ganz, warum sie so früh schon umdrehen. Kein TP bekommen, kein gar nichts. Jetzt TP, perfekt. Oh, warum geht Pioschik rein? What the fuck? Wait, das ist ja einfach terrible. Pioschik kann dann niemanden wirklich bedrohen. Dreimann Shockwave von Fakerino. Der Goat macht so viel Damage. Deft auch noch dead. High School Buddies, no more. Schöner Fight hier von SKT. Sehr, sehr sexy. Jetzt Nash oben drauf. Geile Shockwave von Faker. Wenn er nicht Play of the Game bekommt, dann ist er diesmal wirklich robbed. Er wurde schon Game 2 ein bisschen beraubt, aber... Er hatte 3 Votes. Guma hatte 4, das war close. Sehr, sehr geile Partie von T1 gerade. Sehr, sehr sexy. Faker ist mit 10 Dark Stacks. Komm, Faker, mach uns stolz mit einem Magi. Kauft noch einen Magi. Jetzt Drake und Nash. Oh, Faker ist gleich 2 Level über BDD, ne? BDD geht rein und ultet. Faker muss das flashen. Faker hat kein Mana mehr. Bitte geh einfach raus, Bro. Bisschen greedy von Faker, Dino. Bei Faker ist es Level 14, also der Mann ist fair as fuck, aber jetzt ist Bidi auch Level 13 geworden, fairerweise. Faker ist so 1,5 Level vorne mit dem Nash gerade eben. Ey, der eine Scheppel, vielen Dank für den Zappen, willkommen. Wieso hat KT ein Game mehr als T1? Weil sie schon gespielt haben diese Woche. In der LCK spielen jeden Tag 4 Teams und es gibt 10 Teams, deswegen spielt nicht jeden Tag jedes Team. T1 ist das, also T1 spielt am Sonntag nochmal, KT hat am Mittwoch gespielt. So, ja, einfach geile Shockwave, bereitet halt Culling vor, dann kann man den runterjagen, den Deft. Wusstet ihr, dass Faker und Deft die gleiche Highschool besucht haben? Beide waren auf der Mapogu Highschool im gleichen Jahrgang. Wusstet ihr das? Ich hoffe, ihr wusstet das, Chat. Gumo, Tolkien. Gumo, grüß dich, Party Day. Danke dir, Oinki. For real? Ja, for real. What do you say? Not a lot. War es echt? Tolkien, das ist doch Basiswissen. Sorry, ich hätte es einfach zu gebildet. Aber fairerweise ist es mittlerweile wirklich basic, die Basiswissen, weil in dem Worlds-Video von DOX war das ja genau vorhanden. Da beginnt ja, das beginnt ja mit Death Journey und endet ja auch mit Death Journey. Und das beginnt ja damit, dass Death in der Klasse Faker zugucken muss. Dass Faker der mehr gehypte Spieler ist, aber ja. Death hat natürlich nie wirklich richtig geschafft, aus Fakers also er hat nie wirklich den Schatten von Faker verlassen. Er hat immer irgendwie da, immer, also wie jeder Pro-Player.
Aber der Erfolg von Deft letztes Jahr und vorletztes Jahr, Worlds zu gewinnen, war schon sehr sexy. Game 5 gegen Faker zu gewinnen, war crazy geil. Das war sehr schwer, war sehr, sehr schmerzhaft als Faker-Fanboy, of course, aber irgendwie auch geil für Deft. Vor allem, weil es halt so unerwartet war. Es war das größte Upset aller Zeiten. Dass das Team, das in Korea gerade so den vierten Platz geschafft hat, gerade so zu Worlds gefahren ist, überhaupt contesten kann gegen das finale Team. Und I mean, dass DRX überhaupt dabei war, war ja auch crazy. Und auch kein Wunder, DRX hat danach alle ihre Spieler basically verloren. Sind alle Himmelsrichtungen weggeflogen, nach NA gegangen, nach China, nee, nach China, nee, nicht nach China, zu allen möglichen LCK-Teams nach NA gegangen. Und mittlerweile haben wir wieder drei DRX-Spieler vereint. Und die drei spielen hier gerade, nämlich Pioshik, Deft und Beryl, unsere Weltmeister von vor 2 Jahren, die vielleicht die nächste koreanische Dynasty wieder gestartet haben in 2022. Denn für viele, viele Jahre hat ja China mit Korea mal wieder getauscht, wer Worlds gewinnt. Das letzte Mal, dass Korea mehrmals in Folge Worlds gewonnen hat, war ja 2017. Das ist lange her. Und jetzt dank der DRX, dank Dev, dank Pioshik, dank Beryl und natürlich auch dank Faker, Zeus, Owner, Guma und Keria haben wir wieder 2 Jahre koreanische Dominanz in Folge. Und das hier ist gerade das dritte Jahr. Wir werden herausfinden, wie MSI Worlds sich ausspielen etc. Denn die Chinesen, die sind blutdürstig, die wollen mal wieder einen Win haben bei Worlds. Die mögen es gar nicht, dass sie nicht gewonnen haben in 23 mit JDG. Denn eigentlich gehört das ungerade Jahr den Chinesen. Alright, Korea gewinnt die geraden Jahreszahlen, China die ungeraden. Und das war die Einigung in den letzten 5 Jahren. Auf einmal hat SKT letztes Jahr gebrochen. Frechdachs-Style. Was ist mit Europa, Tolkien? Ah, sorry, natürlich. 2024 ist das Jahr von SK Gaming. SK Gaming gewinnt Worlds. Trust. He doesn't like shields. He does deem, in fact, that the game is over and done. EU-aware. Reckless gewinnt Worlds. Ja, wann spielt eigentlich Reckless? Wait a minute. Imagine, T1 fährt zu Worlds, sie nimmt als Substitut im Reckless mit und Reckless kriegt einen Worldskin als T1-Spieler. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Holy shit. Imagine. Das wäre so wild, das würden sie niemals machen. Das wäre nur Fanservice für Europa und Korea. Warum sollten die Fick auf uns geben? Die können einfach easily Pobi mitnehmen. Mein Goat Pobi. Und dann, ja. Aber müsste Reckless ja auch mindestens ein Game spielen. Imagine Reckless spielt so ein Game Swiss Stage für T1 Support. Und spielt so Jenna oder so. Spielt Jenna, geht KDA spielen, verliert das Game und dann wechselt man wieder Kirian und gewinnt. Aber dann darf Reckless sein Jenna Skin auswählen, wenn sie Worlds gewinnen sollten. Junge, es wäre so wild. Es wäre so wild. Pobi ist halt harter Performer. Ich habe 2 Series geguckt von T1 und in beiden Games hat Pobis Nico mir richtig gut gefallen. Der Spieler ist so fun zum Zugucken und so klatsch. Aber fairerweise, Reckless auf Center war auch gut und Reckless auf Arcano und Nata war auch stark. Sein Braum-Game war okay. Die nächste Reckless-Series, die wir kommentieren werden, ist die am Montag, 11 Uhr. Anwesenheitspflicht. Maybe. Am Ende ist ein T1-Game, aber spielt nicht Faker. Aber spielt Reckless, ist auch cool. Rally the troops to mid. Indeed. There is a Pobi in der LEC, wann? Ja, der Bro ist halt gerade erst 18 geworden, der ist halt so gut dabei. Generell, T1 findet immer, also T1 macht so geile Talentförderung. Die meisten Spieler, die bei T1 Erfolg finden und die bei T1 sind, sind immer bei T1. Das gesamte T1-Kader hier ist seit Karrierestart bei T1. Nur Keria war davor bei anderen Teams. Bengi, Impact und Co., alle werden von T1 halt gefunden und gefördert. Faker, natürlich der Vorzeigespieler, seit 11 Jahren dabei. Sollte Faker jemals T1 verlassen, ist es so ein Backstep, wie als Messi Barca verlassen hat, Chat? Wie lange war Messi bei Barca? Und dann ist er irgendwie gewechselt für Money? Nach wohin auch immer? Frankreich oder so? Schlimmer, safe schlimmer. 20 Jahre oder so, 20 Jahre. Faker ist jetzt 11 Jahre bei T1. Yeah, suffice it to say, don't think he's getting Faker ist schon, I mean, he's built different. Es ist halt so cool, dass in Korea gibt es einige dieser Franchise-Spieler. So halt wie zum Beispiel Showmaker bei Dammon. Auch seit Jahren der Midlaner. Und wollte nie wechseln und will nie wechseln. Aber halt niemand ist so krass wie Faker, der einfach Jahr nach Jahr die krassesten Paychecks ablehnt. He doesn't care. Faker sagt ja auch, ne, er gibt keinen Fick mehr auf Geld, er will jetzt eine krasse Karriere haben und Leute inspirieren. Ihm ist alles egal eigentlich. Auch dieses Zitat war so geil, ne, der dritte war für ihn, das dritte Mal Worlds war für ihn selbst, das vierte Mal Worlds ist für seine Teammates. Oh, Faker ist so cool, no joke. Faker ist so cool. So ein humble Goat. Warum eigentlich Serpents Fang hier? So viele Schilder haben die gar nicht. Warum geht Guma using Serpents? Ich dachte, er geht mit dem Felty Part. Geht da einfach Cycle Sword für Stormraiser Procs und für Rapid Fire Procs.
Vier Schilde, ja, aber die Schilde sind allesamt Lacher. Milio-Schilde, whatever. Aphelios, keiner, whatever. Das Schild von Cassandra ist wirklich whatever. Azir-Schild, also wenn Azir reindasht und Lushin hittet, ist schon sehr seltsam. Also eigentlich hittet Lushin Azir nicht wirklich in den meisten Fights. Ja, not sure. Ja, Game 3 wie immer, ne, ruhig und jetzt kommt Pjoshik. Nee. Okay, BDD schiebt in die falsche Richtung. What are you doing? Now he dies. Und währenddessen Owen in der Backline drin und Zeus ebenfalls. Das ist ein Double Kill für den Dämonenkönig. Game 3, kompromisslos, sauber, ruhig. Das ist das, was wir von den Telekom Boss gewohnt sind. No joke. Wenn T1 Game 1 gewinnt, zitter ich ein bisschen. Wenn T1 Game 1 verliert, Komfortzone. Weil das ist so crazy. Game 1 verlieren ist immer der herbste Buff für Game 2. Game 2 ist diese Series die schnellste Begegnung der ganzen Season gewesen. Das war das 11th schnellste Game. Der LCK History. Das 11th schnellste Game of all time in der LCK. Weil T1 einfach sauer war. Und dann Game 3, 2-16, riesiger Goldlead. Another day in business. Geiler Win von T1. GG's in den Chats. Telekom Wars gehen wieder an T1. Wie so oft mittlerweile, muss man wirklich sagen. Telekom Wars sind zwar geil, aber T1 gewinnt sie meistens. Sehr, sehr geil von T1. Sehr erotisch. Und das Allerbeste ist, diese Woche war es noch nicht mit T1. Am Sonntag um 9.30 Uhr sehen wir sie gegen Hanwha Live. Das wird eine richtig, richtig geile Partie werden. Hanwha Live Super Team gegen T1. Das ist wirklich ein Super Team, Hanwha Live. Richtiger Banger mit Doran, Peanut und Co. The Lights. Ja, Ona mit seinem komischen der Kette da. Ona ist so ein Giga-Chat. Look at this guy. T1 Kove ist happy. 4 Sterne, Baby. LCK Champion. Sind sie lange nicht geworden. Es wird mal wieder Zeit, Frühlingsmeister zu werden. Es wird Zeit.